Hallo Isabel, wie geht's dir? Mir geht's super, danke schön, immer. Gute Laune, alles schön. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Du bist ja jetzt Miss Ostdeutschland geworden, kürzlich. Genau, ja, schon im Februar, also so kurz ist es gar nicht mehr. Ja, bei der Miss Germany-Wahl war ich auch schon. Ist schon alles ein bisschen schon eingefleischt. Was machst du denn aktuell? Aktuell habe ich, also gründe ich meine eigene Modelagentur. Ich mache natürlich nach wie vor auch das Versicherungswesen ein bisschen unsicher und model sehr, sehr viel, habe viele Aufträge, zum Beispiel auch jetzt eine Parfümkampagne. Mein eigenes Parfüm wird demnächst rauskommen. Wir werden mit Robert Hartig und anderen Promis noch Fotoshootings vor uns haben. Die Mädels natürlich, meine zukünftigen Models, schön in Szene stellen. Dann im Dezember geht es nach Malaysia für 3 Wochen. Das ist die Wahl zum Miss Tourism. Dann gibt es ab Februar einen Horrorfilm, der gedreht wird. Dann, ja, also ich bin irgendwie in der ganzen Welt unterwegs und jeden Tag was Neues. Wie heißt dein Parfüm? Oh, das weiß ich noch nicht so ganz. Das ist jetzt in Planung am 31. Das hat mich heute alles, oder besser gesagt gestern Abend, alles ein bisschen überrannt. Ich bin total überrascht, freue mich natürlich riesig drauf. Und ab 31. geht es dann so richtig los. Gibt es schon einen Namen für die Modelagentur? Ja, Easy Models natürlich. Genau. ESI und Logo ist, steht alles. Und ab 25. geht es auch richtig los. Hast du auch eine Webseite selber für dich? Ja, genau. Meine Webseite geht auch demnächst online. Da fehlen nur noch so einige Kleinigkeiten wie die Vita. Und dann kracht es richtig los. Da gibt es dann auch einen Isabel-Blog. Da wird es je nachdem, also nach und vor einem Shooting, kleine Beauty-Tipps geben und überhaupt einfach nur so ein kleiner Eindruck in mein privates Leben. Gibt es auch schon eine Fanseite von dir auf Facebook? Ja, es gibt 2 Fanseiten. Einmal Isabel Wade Miss Ostdeutschland und einmal Isabel Wade. Und sucht ihr eigentlich noch Models? Ja, wir suchen noch Models, aber bei uns ist es halt so, dass wir unsere Models speziell schulen. Also sie müssen wirklich in allen Bereichen gut drauf sein. Die sollten jetzt nicht irgendwie schon einen gewissen Ruf haben, müssen sich auch benehmen können, bei Facebook irgendwie nicht komische Sachen posten oder so. Sollen ganzheitlich toll sein, fit sein, gesund sich ernähren. Wir werden sie auch bei jedem Job begleiten. Und da suchen wir natürlich immer qualifizierte Mädchen, immer das Besondere, so die kleine Stecknadel im Heuhaufen. Genau, die kann sich gern bei uns melden. Was hast du für Hobbys und Interessen? Ja, auf jeden Fall mein großes Hobby ist der Sport. Ich bin immer gut trainiert und sobald die Zeit ist, gehe ich raus, laufe ein bisschen. Da habe ich total Spaß dran. Überhaupt allgemein Mode, Ernährung, Shopping, alles, was jedes Mädchen gern macht. Ponys sind jetzt nicht so ganz mein Fall, aber ansonsten bin ich sehr gut unterwegs auch. Ich habe es lieber gemütlich und kuschelig. Action habe ich genug im Job, weil Mode und das Business ist ja mein Leben. Und wenn ich dann Freizeit habe, dann kuschel ich mich auch gerne mal zu Hause ein, nasche ein bisschen was und dann ist alles schön. Danke dir.